herzlich willkommen zum, ja, zum folgenden Part. Ich war jetzt nochmal, das habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil ich ja schon so viel gefilmt hatte von. Und ich war jetzt hier nochmal ein bisschen farmen. Und ich bin mal gespannt, was zum, ob es zu einem Ergebnis kommt. So, jetzt bin ich bei meinem Buff. Und da kann ich mich entscheiden zwischen Drachenlehre und Heilungslehre. Ich werde die Drachen, Lehre nehmen als ersten Buff, weil die mir einfach zum Leveln und auch zum Farmen mehr bringt. Da gibt es hier den Hauptskill, also den ersten Skill, den ich skillen werde. Das ist Hilfe des Drachens. Da ich jetzt 17 bin, alle Punkte darauf setzen. Und dann werde ich wieder Grotte teleportieren, beziehungsweise Reckwiese, genau. Ich switch wieder rüber auf den anderen. Ciao. So, bei mir hat jetzt ein auf plus, 2 auf plus 8 geklappt. Ich habe ein bisschen rausgefunden, dass ich das ab in Zukunft nicht mehr filmen werde, da ich etwas abergläubisch bin und da denke, dass es mir zusätzliches Pech bringt. Was ich nicht gebrauchen kann, ist ein Mongo. Freigehen und den Mongo killen. Ich werde gleich mal zugucken. Erstens habe ich Zen-Bohnen. Mach doch, du Fisch. Oh, dann kann man das hier auch wieder umswitchen. Ich will jetzt nur genügend Geld für eine Segi. Werde ich jetzt auch alles für aufnehmen. Um es dann auch verkaufen zu können. Jo. Oh, hat nicht geklappt. Das ist immer so ein Rumgeficke. Egal, scheiß drauf. Gut. Ich bin eh schon mal froh, dass ich hier eine plus 8 habe. Ich hätte nicht gedacht, dass 2 auf plus 8 bei mir gelingen. Aber, wie gesagt, ich werde es nicht filmen. Ich werde euch dann die fertige zeigen hier. Ich habe da jetzt gestern zu viel Pech gehabt, als dass ich das jetzt nochmal ausprobiere. Bei mir haben so viele auf plus 8 fehlgeschlagen. Und es ist für den Anfang dann schon deprimierend. Nein! Ich dachte schon, ich bin 31. Ich hatte es nämlich vergessen zu aktivieren. Und jo. Soll er doch kommen, der Spaß. Schließlich wäre ich zuerst da. Das sind genau solche Spasten, solche Vollnerds, die einfach kein Leben haben. Und die dann sich jetzt... Ich habe ja noch Rex hier. Lol. Also wenn ja nicht zählt, dann ziehe ich die auch noch. Aber ich, wie gesagt, Appen werde ich nicht mehr filmen. Einfach aus dem Grund, weil ich zu großen Bammel habe, dass es dauernd schief geht. Und ich werde kurz unterbrechen. So, ich habe nur einen kleinen Schluck getrunken. Jetzt bin ich ja da. Und jo. Also wie gesagt, ich brauche jetzt so ein bisschen Money. Und dann ist mein Ziel, schön mein Ding appen. Irgendwie lag es gerade ein bisschen, habe ich gemerkt. Ich soll dich kurz anhalten.
Na, ich habe noch nicht sonderlich viel Crit. Das ändert sich ja jetzt alles dann bald, wenn meine Form S. Also mit 30 mache ich auch meine Equip fertig. Ich bin halt jetzt noch am Überlegen, ob ich mit dem. Ja, ich werde schon mit dem wahrscheinlich farmen. Und ich werde mir gleich einen Farmer hochziehen. Dass ich mein Aura G machen kann und Kampfrausch ebenfalls. Dass es dazu kein Problem gibt. Jetzt noch zwei, dreimal alle durch. Ich glaube, ich mache vielleicht 1,5 am besten. Dann könnte ich nämlich noch, falls es nicht gleich klappen sollte, die anderen auch noch versuchen hochzuziehen. Dauert ja nicht so lang. Ich kann auch ein paar Sachen verkaufen. Wenn es Geld gibt auf Pesa, gibt geben die halt oft kein Geld. Und ich muss jetzt auch mal gucken, wie das mit den Town hier noch ist. Also, wie das so läuft auf dem Server, den Town, ne? Aber. Es wäre für den Aura ganz nice, wenn es sich geben würde. Gerade die DevTowers. Was mich auch brennend interessiert, also falls irgendwer da Ahnung von hat, kannst mir ja bitte in die Kommentare schreiben, wie das hier mit Bio-Quests ist. Also, ob sich die lohnen, ob man die machen muss. Einfach kurz reinschreiben. Und was es gibt vielleicht. Ist auch immer ganz interessant. Habe ich denn jetzt eigentlich? Jo. Ausbeute war ganz nice. Jetzt bin ich da mal echt ein bisschen gespannt. Und mich sehr freuen, wenn es klappen würde. Weil gestern Abend war ich schon zunehmend, ja, kann ich schon sagen, angepisst. Weil der Scheiß einfach nicht klappen wollte. Und das ist dann auch echt ätzend. So. Jetzt gehe ich dann mal back. Auch wenn ich dann, glaube ich, wiederkommen müsste, wenn es nicht klappen würde, weil ich nicht genügend Geld habe für weiter ab. Weil ich mache das jetzt mit der Segi. Wie gesagt, ich filme es nicht. Ich hoffe, dass ich die ganzen Sachen, wo ich hier aufhebe, verkaufen kann. Wenn ich die nicht verkaufen kann, also wenn ich kein Geld dafür kriegen sollte, dann werde ich gleich wieder da sein. Okay, bis gleich. Ja, Mann. Ich hab's plus 9. So gehört sich. Ich hol mir gleich den fünften Boni. Also, ich hole mir kurz Bonis. Und yep. Die hier tue ich mal ins Schließfach, also ins Lager. Dann mache ich mir noch mal welche für Farms und so. Also, pff. Hä? Ja. So. Tue ich mal rein, ne? Brauche ich ja jetzt nicht. Boah, endlich. Das ist natürlich super, wenn du einer hast. Ah, perfekt. Und ich finde, es glitzert auch nicht so übertrieben wie auf DE, weil dann haben die 65er Waffen und 80er noch was Besonderes an sich. So, das Crap, den kann ich wegschmeißen. Ach, die hebe ich mal auf. Ach, falls ich nochmal einen hochleveln sollte. Crap, alles Crap. Ach, ich weiß nicht, ich brauche mehr. Alter. Und wird noch zum Glück ein großes Lager, ne? Jo, es ist auch schon wieder Abend. Ich war heute den ganzen Tag über. Hatte ich heute eine Exkursion zu einem Biolabor und hatte ich eben noch Fußballtraining, deswegen ist bei mir immer Aufnahme meistens erst abends, weil Schule oft lang geht oder noch Training ist.